Ich trage seit einiger Zeit, also es ist jetzt schon eine richtige Weile her, fast ausschließlich nur noch Secondhand-Mode. Ein kleiner Teil nachhaltige Mode, also alles das, was ich nicht Secondhand bekommen kann. Und manchmal, eher selten, kommt es vor, dass ich noch was auf herkömmliche Art und Weise kaufe, was ich aber, wenn es geht, wirklich vermeide. Mit diesem Format möchte ich dir zeigen, dass Secondhand-Mode gar nicht hässlich ist, dass man durchweg seinen Stil viel echt verbessern kann. Und was ich aus meinem Kleiderschrank mache, zeige ich dir in folgendem Video. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen heute über nachhaltige Mode. Das günstigste, was du dir halt wirklich ohne weiteres kaufen kannst, weil es ist so viel Mode, so viele Kleidungsstücke, die nie getragen wurden oder fast nicht getragen wurden auf dem Markt. Es hat Secondhand. Ich zahle zum Teil für Jeans 1 Euro. Das teuerste, was ich für eine Jeans bezahlt habe, sind 10. Aber das war dann wirklich schon das teuerste. Und alles, was ich mir halt secondhandmäßig einspare, gebe ich halt dann gerade für so Teile wie Unterwäsche, für Socken etc., für Leggings gebe ich mir dafür aus, ne? Weil das möchte ich mir dann schon neuwertig kaufen. Aber dann halt wirklich auch auf Qualität achten. Ich würde einfach sagen, wir legen jetzt mal los mit Outfit Nummer 1. Ich habe wieder mein Blöckchen hier. Und bei Outfit Nummer 1 trage ich meinen Fliederpulli von Michalski. Den habe ich mir auf dem Flohmarkt gekauft. Für ganz wenig Geld. Der ist super bequem. Ist eine Yoga-Linie. Ich habe den jetzt echt schon eine ganz große Weile. Dazu trage ich meine schwarzen Leggings. Und zwar habe ich mir zu Weihnachten zwei neue Tok Tok Leggings geholt. Die sind ein bisschen teurer, sind aber von der Qualität so eine ganz andere Nummer. Also als ich mir die eine geholt habe, die ich jetzt schon länger habe, das war wie so die Tok Tok Leggings, die passt, die hat einen hohen Bund, das ist mehr eine Hose als irgendwie was, man merkt es halt billig, dahergenäht ist. Also das Ding sitzt einfach. Und ich war mit der ersten so zufrieden, dass ich jetzt insgesamt drei habe. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Dazu trage ich meine rotbraunen Chelseas. Die sind leider schon ein bisschen kaputt. Ich habe mit meinen Winterschuhen echt ein bisschen Pech. Jetzt habe ich festgestellt, dass meine schwarzen leider auch schon ziemlich kaputt sind. Ich muss irgendwie einen Latschegang haben, dass ich es schaffe, wenn ich einen Absatz habe, dass ich den immer abreiße. Mache. Ich habe keine Ahnung. Das sind jetzt schon die zweiten Schuhe, wo das passiert. Keine Ahnung. Dann dazu trage ich meine schwarze H&M-Jacke. Die trage ich gerade zurzeit meistens, weil es ist nicht so mega, mega kalt und da passt sie am allerbesten. Vor allem, wenn ich Auto fahre. Ich habe noch so eine Kordjacke. Da kann ich mich nicht richtig drin bewegen und da überlege ich mir auch schon, ob ich die nicht wieder hergeben soll, weil die passt nicht einwandfrei. Mal gucken, ich überlege es mir. Dazu eine graue Mütze, die habe ich auch Secondhand gekauft. Jetzt heißt ab ja Momox Fashion. Das muss ich jetzt mir dran, muss ich mich wirklich dran gewöhnen, dass ich jetzt Momox Fashion sage. Und ich habe auch für das Teil, ich glaube, 5 Euro bezahlt oder so. Und mein Fliederhalstuch, das habe ich eigentlich grundsätzlich immer an. Ich habe mehrere. Ein buntes und das mit Flieder, das trage ich schon eine ganze Weile, ist von China Tricot. Als ich noch bei China Tricot bestellt habe, weil die Sachen halt schon eine sehr, sehr gute Qualität haben. Also kann ich schon empfehlen, aber ich greife, wie gesagt, nicht mehr auf solche Kleidungsstücke zurück, sondern ich schaue halt wirklich, ob ich solche Sachen Secondhand bekomme. Kommen wir zu Outfit Nummer 2 und da trage ich einen China Tricot Pulli. Der ist schulterfrei, den habe ich schon ewig. Den liebe ich, den trage ich total gerne. Und für Kleidungsstücke zählt halt immer, je seltener ihr ein Kleidungsstück wäscht, desto besser. Den lüfte ich zum Teil auch aus. Und da achte ich halt wirklich darauf, dass ich den nicht zu scharf wasche. Das bedeutet, ich gehe immer her und wasche meine Kleidungsstücke bei 30 Grad mit Feinwaschmittel. Also da hast du echt am allermeisten von deinen Kleidungsstücken. Außer du trägst die halt wöchentlich immer wieder. Klar. Also waschen ist grundsätzlich immer der Feind von einem Kleidungsstück.
Deswegen war ich minimalistisch, technisch nie der Freund davon, ganz wenig Kleidungsstücke zu haben. Weil das heißt dann grundsätzlich auch, für deine Klamotten, die gehen kaputt. Und dazu trage ich ein schwarzes Trägershirt. Das ist auch nachhaltig, aber neu gekauft. Weiß jetzt gerade gar nicht mehr, woher ich es habe. Ich glaube, mit Unterwäsche zusammengekauft. Ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher. Dazu trage ich meine blaue Stoffhose. Und die ist so das typische Beispiel dafür. Ich befinde mich zwischen zwei Größen. 44 ist zu groß, 42 ist stellenweise zu klein. Ich weiß nicht, die haben an den Schnitten einfach immer noch nichts geändert. Ja, und das regt mir einfach jedes Mal aufs Neue auf. Ich kann es euch nicht sagen hier. Also, dass das Frauen zum Teil wirklich frustriert, das könnt ihr euch vorstellen, aber ich denke mir da nichts mehr dabei. Und dazu trage ich meine schwarzen Chelseas, die leider jetzt aufgehen. Ich habe an denen festgestellt, ich habe ein Large gern. Ich reiße an solchen Schuhen. Ich mache das ja nicht absichtlich, aber ich reiße an solchen Schuhen tatsächlich die Absätze ab. Also da reißt irgendwann die Sohle, das ist jetzt schon das zweite Paar, wo das passiert. Oder das dritte? Ne, das zweite. Er reißt voll der Absatz und wenn das passiert, dann ist vorbei. Dann kannst du es echt vergessen. Ja, also ich gucke schon nach neuen schwarzen oben, aber ich habe ein bisschen Pech echt mit meinen schwarzen Schuhen. Ey. Das ist echt traurig. Ich weiß auch nicht. Die mag ich echt gerne, weil die von der Form her einfach super sind und halt Profil auch haben für den Winter. Aber mit so einem Schuh, da brauchst du nicht mehr zum Schuhmacher gehen. Keine Chance. Outfit Nummer 3. Und da trage ich mein Cookie-Oberteil. Das mag ich total gerne, ist aber so ein Übergangsding, weil wenn es zu warm wird, ist das Oberteil auch sehr schnell zu warm. Weil das vorne Hemdstoff hat, hinten Pulli. Und ich mag aber die Art und Weise von dem Oberteil echt gerne. Und ich habe mir früher niemals was von Cookie gekauft. Viel zu teuer. Und das sind so Beispiele, die ich in meinem Kleiderschrank inzwischen habe, wo ich halt locker über Secondhand rangekommen bin. Und meine Qualität in meinem Kleiderschrank hat sich immens verbessert. Dazu meine 1 € Fremantle Porter Jeans. Die ist halt einfach super. Die habe ich auf dem Flohmarkt gekauft. Und ich war mir so unsicher, passt die oder passt die nicht. Und die Frau, die sie verkauft hat, hat gemeint, nehmen Sie sie mit. Wenn sie nicht passt, geben Sie sie weiter. 1 €. Ich will sie loshaben. Und da überlegst du halt dann nicht lange. Und weil die Waschung von der Hose, die passt halt. Ist meine absolute Lieblingshose. Und auch hier trage ich meine schwarzen Chelsea Boots. Die bald kaputt gehen. Hey, das ist so traurig. Also, mir tut da echt das Herz weh, wenn mir Schuhe kaputt gehen und ich die wegschmeißen muss. Das ist echt schlimm. Outfit Nummer 4 und da trage ich meinen Strickfliederpulli. Das ist wieder so ein Teil, was ich bei Gina Tricot gekauft habe. Oder jetzt bin ich gerade. Ja, doch, ich glaube, das ist Gina Tricot gewesen, genau. Ich habe den Laden früher geliebt, kann man an der Stelle schon sagen. Und der ist so ein Pulli, der wächst mit dir mit. Durch diesen Strick, der wird halt immer länger, sozusagen. Also, der wird, glaube ich, immer passen, sozusagen. Und der hat hinten auch so einen kleinen Reißverschluss. Ich finde das Ding halt irre bequem. Man könnte fast meinen, ich habe so einen Hang zu Fliederfarben. So ein bisschen liebe ich das auch als Farbtupfer. Aber so generell muss es jetzt nicht unbedingt sein. Also, ich würde das jetzt nicht als meine Lieblingsfarbe bezeichnen. Auch dazu trage ich meine Freeman T-Porter Jeans, die halt einfach die beste ist, wenn die kaputt geht. Möchte gar nicht dran denken. Und meine schwarzen Chelsea Boots, die bald kaputt gehen. Ich brauche neue Schuhe. Schrecklich. Outfit Nummer 5 und ich habe ein paar neue Sachen. Tatsächlich. Und auch bei Oberteilen ist bei mir 44 schwierig. Das ist jetzt ein Teil, was super günstig war. Und ich habe mir einfach gedacht, hey, bei so einem Hemd ist doch egal. Leggings drunter, wenn das viel zu groß ist. Wurscht. Jetzt darf ich halt nicht noch mehr abnehmen, weil sonst ersaufe ich in dem Teil. Und zwar ist das ein Hemd von And Other Stories. Hätte ich mir nie gegönnt. So. Weil And Other Stories war für mich immer zu teuer. Und das Hemd, das habe ich sehr lange, habe ich das gesehen bei Momox Fashion. Und habe das beobachtet und schon Preis immer weiter gesunken. Und dann habe ich mir gedacht, hey komm, nimm's mit.
Alles klar. Und das hat nur einen Nachteil. Ich beim Arbeiten habe so einen Kunststoffboden und da ist auch so eine Kunstfaser in dem Hemd drin. Egal was ich metallisch, alles was metallisch und ich fasse es an, ich krieg einen Schlag. Ich kriege einen tatsächlichen Schlag hier. Also, da muss ich mir echt noch was einfallen lassen. Also das perfekte Outfit zum Arbeiten ist leider echt nicht. Dann trage ich dazu ein schwarzes Shirt lang, weil das Hemd alleine ist halt schon ein bisschen dünn. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich das getragen habe, war es halt echt mega kalt. Also man darf es halt nicht verleugnen. Wir haben immer noch Winter, leider. Obwohl ich echt zugeben muss, dass es jetzt endlich schon mal vorbei sein dürfte. Dazu trage ich wieder eine schwarze Leggings. Tok Tok, ihr wisst, ich habe mir zwei neue geholt. Und durch das kann ich halt wirklich das jetzt auch regelmäßig ausnutzen, eine Leggings zu tragen, weil ich halt wirklich nur alle 3 Wochen Buntwäsche mache. Ich gucke halt jedes Mal, dass ich halt eine volle Waschmaschine habe. Und dazu trage ich meine braunen, hohen Chelsea Boots. Und auch denen geht es nicht mehr hundertprozentig gut mit denen. Ja, da kann ich nicht so gut Auto fahren, bin ich ehrlich. Aber es passt. Auch in Outfit Nummer 6 trage ich was Neues, nämlich ein Monkey Hoodie. Hätte ich mir auch nie gekauft. Aber ich fand den vom Stil her ganz witzig. Ich liebe Hoodies. Ich habe in meinem Leben schon etliche Hoodies gehabt. Und so Zipper-Hoodies habe ich bis jetzt nur noch zwei, aber die trage ich nur zu Hause rum. Und der ist super bequem. Den liebe ich. Dazu ein grünes T-Shirt. Das habe ich auch nachhaltig über Avocado Store gekauft. Das ist eins meiner ersten T-Shirts gewesen. Die haben eine Top-Qualität. Kaum ausgewaschen, nix. Dazu wieder die Freeman T. Porter Jeans. Meine absolute Lieblingsjeans. Und die braunen Chelsea Boots, die hohen. Mit denen kann ich leider nicht Auto fahren, weil die Sohle mir einfach zu dick ist. Du hast halt kein Gefühl für die Pedale. Geht gar nicht. Outfit Nummer 7. Und da trage ich wieder den Hoodie. Und diesmal habe ich ein anderes Shirt drunter. Und zwar mein blaues Tok Tok Shirt. Ist auch eines meiner ersten gewesen. Farbe kaum ausgewaschen. Also klar, jetzt lässt es so langsam natürlich schon nach, weil wie gesagt, waschen ist für ein Kleidungsstück immer nicht so toll, aber wir müssen natürlich unsere Wäsche waschen. Aber da ich halt wirklich so die 30 Grad Regel habe und das Ganze halt mit Feinwaschmittel auch mache, außer ich habe halt stärkere Flecken wie Fettflecken oder so, da funktioniert das Ganze natürlich nicht mehr. Das tut den Farben schon unwahrscheinlich gut. Und die Tok Tok T-Shirts, die sind echt super gut. Ich kann die wirklich empfehlen. Und dazu trage ich meine grün-blaue Stoffhose, die wo ein bisschen höher ist. Das ist ganz geschickt im Winter, weil sie halt wirklich über den Bauch geht. Aber durch das, dass ich halt wirklich ein bisschen kleiner bin und halt mein Oberkörper nicht ganz so lang ist, gehen mir die hohen Jeans halt immer einfach ein Stückchen zu weit hoch. Und wenn du dich hinsetzt, quetscht du dir halt alles ab. Ist natürlich nicht so geil, aber ich finde die trotzdem außergewöhnlich und trage sie halt echt unwahrscheinlich gerne. Und hier trage ich meine schwarzen Chelsea Boots wieder. Muss ich noch dazu sagen, die gehen bald kaputt. Brauche neue Schuhe. Das letzte Outfit habe ich schon öfters angehabt. Und zwar ist es das schwarze Glitzer-H&M-Kleid. Da ist halt das Ding, das muss man mit der Hand waschen. Also wenn ich so Kleidungsstücke irgendwie im Secondhand-Bereich finde und dann sowas sehe, dann weiß ich immer schon, derjenige hat da keinen Bock drauf gehabt. Das habe ich einmal so gewaschen und das hat gehabt, das scheiß Kleid. Das hat so gehart. Also das will wirklich mit der Hand gewaschen werden. Ich habe halt ein Handwaschprogramm an der Waschmaschine, Gott sei Dank. Dazu wieder eine schwarze Leggings, wieder von Tok Tok. Die sind einfach phänomenal gut. Und auch hier trage ich meine schwarzen Chelsea Boots. Das ist halt so ein Oberteil. Die neuen Winterschuhe sollten nach Möglichkeiten schon schwarz sein. Ich gucke gerade nach zwei, also
Eins ist halt super cool, das hat halt so eine graue Farbe. Könnte ich jetzt zu so einem Outfit gar nicht tragen, deswegen gucke ich meistens immer nach schwarzen. Und so ein sehr dunkelgrauer grauer Schuh. Vielleicht wird es der auch oder vielleicht werden es beide, ich weiß es noch nicht. Also, es ist halt so ein insgesamtes Outfit, wo halt der Winterschuh auch dazu passen muss. Weil da finde ich es irgendwie seltsam, wenn dann der Schuh auf einmal eine andere Farbe hat. Das geht halt gar nicht. Naja, das war mein letztes Outfit. Wie ist es bei euch? Kauft ihr schon Secondhand? Ist für mich eine wichtige Frage. Oder überlegt ihr euch, Secondhand-Mode zu tragen? Weil es ist halt definitiv besser, sich an Sachen zu bedienen, die bereits schon auf dem Markt sind. Das ist nachhaltiger. Und man muss nicht immer neu kaufen. Man muss sich immer ein bisschen Gedanken auch machen. Was hängt hinter diesem Kleidungsstück? Wie wurde es produziert? Gab es da faire Bedingungen? Die gibt es meistens nicht. Und wenn du so ein Kleidungsstück eben auf dem Second-Hand-Markt bekommst, dann hat das Kleidungsstück eine zweite Bedeutung und landet nicht einfach irgendwo, sondern hat einen schönen Platz dann bei dir im Kleiderschrank. Ich melde mich ab, sag danke fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.